Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein leckeres weiße Schokolade Himbeereis. Viel Spaß! Hierzu benötigen wir 100 Gramm weiße Schokolade, 200 Milliliter Schlagsahne, 250 Gramm gefrorene Himbeeren und 4 Esslöffel Puderzucker. Als erstes gieße ich die Hälfte der Sahne in ein Gefäß. Diese erhitze ich jetzt. Jetzt breche ich die weiße Schokolade in die erhitzte Sahne. Das wird jetzt im Wasserbad geschmolzen. Jetzt kommt die andere Hälfte der Sahne dazu. Das Ganze verrühre ich jetzt mit einem Schneebesen. Nun püriere ich die Himbeeren mit dem Puderzucker. So sehen die pürierten Himbeeren mit dem Puderzucker nun aus. 2 Esslöffel der Masse gebe ich jetzt in eine Eisform. Jetzt gieße ich die weiße Schokolade darauf. Dies lasse ich jetzt anfrieren. Dann kommt nochmal Himbeere und weiße Schokolade. Jetzt noch die Eisstiele und über Nacht einfrieren lassen. Im Notfall gehen noch ein paar Stunden. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie es fertig aussieht. Das finde ich richtig schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.